Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, alias die fette Kette, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und ich sollte mir Gedanken machen, was ich mir wünsche wegen der Familie. Und da ist mir so spontan so nichts richtig eingefallen, aber ich habe schon eine ganze Weile geliebäugelt, was mit meinem Logo zu machen oder mit meinen Logos zu machen. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen, spreadshirt.de, glaube ich, heißt die Seite. Und da habe ich mir ein bisschen was zusammengestellt. Und das ist heute angekommen, also eigentlich gestern, aber ich kam nicht ran. Das war in so einer Packstation, super toll. Und eigentlich wollte ich das im Stream machen, das hat irgendwie nicht so funktioniert, weil es halt nicht da war. Deswegen machen wir das jetzt. Also damals, vor ein paar Tagen, als ich das gemacht habe, sah es alles ganz cool aus. Und ich will jetzt mit euch gemeinsam, dass wir uns das angucken. Das Ganze ist hier drinne und ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal ganz entspannt auf und dann gucken wir uns das an. Bin echt gespannt, wie die Qualität ist, weil auf dem Bild sieht immer alles ganz gut aus, aber in der Wirklichkeit sieht dann alles immer ein bisschen anders aus. Ne? Also. So. Hier. Oh, Alter, das blendet aber wie die Hölle, wa? So. Spreadshirt. Da haben wir die Rechnung. Gutscheinheft. Ist da? Ein Gutscheinheft. Gibt es sogar auch noch. Fantastisch. So, darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Produkte. So. Eine Ahnung, was da drin sein könnte. Ich verrate es euch. Ich bin jetzt echt gespannt. Das ist das Erste, was wir aufmachen. Ich trinke leidenschaftlich gerne Kaffee. Auch und Tee halt auch, wenn ich krank bin. Und da wollte ich halt meine eigene Tasse mal haben und tada! Ist das cool? Ist das geil? Ja, herrlich. Ja, geil. Meine eigene Tasse mit meinem eigenen Logo. Das ist schon mal, das ist cool. Wird meine neue Lieblingstasse. Aber das war ja noch nicht alles. So, dann gehen wir mal weiter. So, wenn wir mal das erste T-Shirt auspacken. So, und schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, passt, würde ich sagen. Oh, schöner Stoff. Sieht gut aus, oder? Aber ich muss mir mal selber ein bisschen angucken. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Zweifach XL. Na, man will sie auch bequem haben. Hier nochmal. Richtig geil. Richtig geil. Bin begeistert. Also tatsächlich wie auf dem Bearbeitungsfoto oder Foto, was man eingestellt hat. Es geht ja noch weiter. Wir haben noch drei Produkte. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das ist. Jeder von euch weiß ja, ich habe ja auch ein Death Metal Logo mit die fette Kokette. Naja, gibt es ja ab und zu mal bei den Death Metal oder bei den Extreme Metal Videos als Intro. Und ich stehe total auf weiß. Also weiß und schwarz und geil, oder? Also ich find's geil. Ich finde die richtig cool, ne? Wenn man jetzt nicht wüsste, dass da die fette Kokette steht, könnte man echt denken, da steht was anderes. Stoff ist auch gut, ja. Es gibt natürlich unterschiedliche Stoffe, die man benutzen kann. Ich glaube, ich habe immer das Premium. Aber das sieht schon cool aus. Feier ich total. Geil. Richtig cool. So. Das war ja noch nicht alles. Wir haben noch zwei Produkte. So. Jetzt habt ihr schon gesehen. Ja, ich stehe total auf Cappies. Und ich habe ja gemerkt, geil, oder? Hier nochmal von nahen. Ah, ein bisschen überbelichtet hier alles. Das ist man ja nicht so. Ja, mein Logo auf dem Cappy. Das Death Metal Logo finde ich cool. Ja, ist so ein ganz entspanntes Trucker Cap. Ich werde mal aufsetzen, weil ich liebe es ja, Cappies zu tragen. Und da ich ja hier ständig Werbung für Ghost mache, müssen wir mal was anderes machen. Mal Werbung für einen selber machen. Ja, geil. Finde ich das gut? Ich glaube, ich finde das gut. Ich finde das super. Logo ist auch schön groß. Ist jetzt auch nicht so eine Art Sticker, sondern ist wirklich
richtig schön drinne. Ja, sieht geil aus. Leute, ich bin begeistert. Geil. Geil. Ich find's geil. Vor allem, ich habe immer noch Probleme, meinen eigenen Namen darauf zu lesen. Aber wenn man weiß, was es heißt, dann geht das einigermaßen. Also, ich bin begeistert. Bis jetzt übrigens, ja, ist nur für mich. Also, ist jetzt hier kein Produktionsstart oder sowas. Wird halt einfach, wenn man schon so ein Logo hat, was man total mag, habe ich mir damals über Fiverr erstellt. Und, ja, habe ich mir erstellen lassen. Erst eins mit dem Controller, der ein oder andere kennt es vielleicht noch. Dann noch, genau das jetzt hier, das mit dem Dings da. War auch super cool. So, und dann kommen wir zum letzten. Wieder ein Cap. Naja, wer hätte das gedacht? So, den Umblick. Mal kurz den zwei Sticker entfernen. Und das Coole ist, ja, Orange ist ja so meine Farbe, schwarz-orange. Geil, oder? Ich mach das mal ein bisschen näher ran. Cool, oder? Sieht zwar auf, ein bisschen aus wie ein Aufkleber. Das liegt einfach nur daran, dass das Schwarz mit dem Schwarz nicht so identisch ist. Aber geil. Und? Feier ich. Feier ich richtig cool. Also feier ich richtig cool vor allem. Feier ich total. Finde ich super. Das Gute ist an diesem Cap, ich wollte ja ursprünglich so ein Flix-Cap. Die haben so eine Einheitsgröße bloß, also zwei verschiedene Größen, aber selbst die größte Größe ist mir allmählich zu eng. Jetzt kann ich Werbung für mich selber machen. Mann, bin ich abgehoben mittlerweile, aber ich finde es cool, dass es halt nicht komplett schwarz ist, sondern dass es halt wirklich schwarz und orange ist, also quasi die Farben, die mein Logo prägen. Finde ich richtig cool. Ich muss halt nach da gucken, sonst sehe ich mich selber nicht. Also ich finde es geil. Jetzt kann ich das selber tragen. Ich werde mir auch noch, das geht nicht über die Seite, das geht über irgendeine amerikanische Seite, mir ein Backpatch machen für meine Weste. Also quasi für die hier. Da werde ich zum Beispiel auch das hier, das als Patch machen und mir vorne dann auf die Weste machen und so ein Backpatch mit der Kokette komplett hinten ruf. Ja, am besten, man muss halt immer so ein bisschen Werbung für sich machen. Ne? Also finde ich jetzt auch nicht verkehrt, gerade wenn man was hat, womit man sich quasi vermarkten kann. Und vielleicht bringt es ja was, vielleicht erkennt der ein oder andere mich da dran. Man weiß es ja nicht. Ich finde es cool. Wie gefallen euch die Produkte? Haut mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich finde es auf jeden Fall geil. Ich finde es richtig, richtig cool. Und bin begeistert. Vor allem, weil dieses Cap gerade auf dem Orange drin hat. Geil, ich bin richtig begeistert. Ich wollte es euch nur mitteilen, ich hätte es gerne über einen Stream gemacht. Aber gut, es ist wie es ist. Also richtig, richtig geil. Die Sachen werden jetzt noch ordentlich waschen. Ich hoffe, die überstehen die Wäsche gut. Und dann kann man das Ganze tragen. Finde ich sehr cool. Wenn es euch gefallen hat, haut es in die Kommentare. Wenn daran Interesse besteht, kann man notfalls bestimmt mal ein, zwei Sachen produzieren und als Gewinnspiel machen, wenn daran Interesse besteht. Und das Geld natürlich auch stimmt, das ist ja alles nicht kostenlos. Haut es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann wünsche ich euch noch was. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.